Nur 6.000 Zuschauer im ISS-Dom zu Düsseldorf. Und das, obwohl die DEG ansehnliches Hockey in dieser Saison unter Mike Pellegrin spielt. Allerdings, die Mannschaft wirkt optisch stärker, als es Tabellenplatz 12 im Moment hergibt. Tolle Anfangsphase mit Daschner. Und erste Bewährungsprobe für Dustin Strahlmeier, den Goalie der Wild Wings. Mit einem Sieg könnte Düsseldorf die Gäste überflügeln. Achte Spielminute. John Henryan mit seinem 9. Saisontreffer und der Führung. Toller Antritt, tolle Scheibenbehandlung und dann der verdeckte Schuss. Keine Chance. Das 4:0 zuletzt zu Hause gegen Bremerhaven hatte Selbstvertrauen gegeben. Die Gäste mit Rückkehrer Damien Fleury. Vor 2 Jahren 25 Treffer. Der ging dann in die KHL. Hier die Chance für Bartalis. Fleury und Acton, das ist schon eine Sturmkombination vom Allerfeinsten. Hatte in Finnland Ärger mit dem Trainer und kam zurück. Stefano Gilardi dann mit dem Ausgleich. Sein 4. Saisontreffer, selbst initiiert. Niederberger kann nur nach vorne abprallen lassen und dann trocken der Ausgleich unters Dach. Schwenningen war wach, gewann die Mehrzahl der Bullis, das augenscheinlich, weil Düsseldorf zuletzt gegen Bremerhaven fast 60% gewann. Und dann die kurioseste Szene des ersten Durchgangs. Resch und Fleury, fast zu viel Uneigennützigkeit und dann an den Außenpfosten Fleury. Pat Cortina hatte seine Mannschaft hervorragend eingestellt. Es war ein Angriffsdrittel zum Zungeschnalzen. Rein in den Mittelabschnitt mit den Gastgebern. Und wieder mit Strahlmeier und Abwehrspieler, die sich aufopferten. Hier die Chance für Daryl Boyce. Schön anzusehen das Ganze, allerdings das Tempo ging ein bisschen raus. Wir springen in den Schlussabschnitt mit Simon Danner. Der Arbeiter, einst selbst 2 Jahre für die DEG aktiv, schaut, findet keinen Nebenmann und schließt ganz trocken ab. 2. Saisontreffer. Er brachte Schwenningen auf die Siegestraße. 3 Siege, dann 3 Niederlagen, aber die Verletzten kommen zurück. Und Schwenningen machte ein bärenstarkes Auswärtsspiel. Dann Dauerdruck der DEG. Allerdings fehlte die letzte Entschlossenheit. Es fehlte die Galligkeit. Jeremy Welch, noch einer der Besten. Und wieder der alles überragende Mann, Dustin Strahlmeier. Aufopferungsvoll kämpften die Schwenninger. Schlussminute. Und dann der Auftritt des Damien Fleury. Empty Net, was für ein Comeback. 1-3, die Entscheidung. Letztlich nicht unverdient. Sie warfen sich in alle Schüsse, konterten immer wieder blitzschnell und haben eben mit Fleury und Acton Spieler, die ein Spiel entscheiden können. Wir haben uns hier vorgenommen, dass wir sofort gut ins Spiel reinkommen. Und ich hatte schon im Warm-up eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass ich gar nicht so viel Anlauf gebraucht habe, wie es manchmal ist, dass man einfach eine gewisse Zeit braucht oder Berührung mit dem Puck, dass man halt richtig drin ist. Es kam relativ schnell. Düsseldorf hat natürlich viel angegriffen, gerade in der Anfangszone, was mir das dann auch ein bisschen leichter gemacht hat. Und wie gesagt, die Jungs haben zum Schluss Schüsse geblockt. Im ersten Drittel Bittner einen Schuss ins Gesicht geblockt. Also ich glaube, wir haben heute den Preis gezahlt, um die 3 Punkte mitzunehmen. Düsseldorf erwartet jetzt unruhige Zeiten und Schwenningen könnte mit einem Sieg gegen Augsburg die Länderspielpause so richtig genießen.